Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Seit Montag sind wir zurück aus der Sommerpause mit Chef on Air. Freue mich sehr, dass ich heute wieder zwei Gäste hier bei mir im Studio begrüßen darf. Das ist einmal der Peter Kraus-Grill. Grüß dich. Hallo. Und der Alexander Reichwein. Hallöchen. Hallo. Von der Stadtlieben GmbH seid ihr die Chefs. Was macht ihr da jeweils? Was machst du, Peter? Also ich bin der geschäftsführende Gesellschafter und Gründer quasi. Mhm. Und ja, also neben den normalen Geschäftstätigkeiten bin ich auch fotografisch unterwegs und auch technisch entwickle ich die Seite quasi. Okay, was machst du, Alexander? Ja, ich bin kein Chef, aber fühle mich durchaus wertgeschätzt in der Agentur. Ich arbeite seit 2013 für die Stadtleben GmbH. Was wir da genau machen, werden wir wahrscheinlich gleich noch besprechen. Und ich bin vor allen Dingen verantwortlich für Content auf der Seite, unter anderem auch in Frankfurt. Unter anderem bin ich verantwortlich dafür, dass die Menschen rausbekommen über unsere Seite oder Google, wo man in Frankfurt lecker essen und trinken kann. Das klingt doch spitze. Ich dachte schon, du sagst, ich bin zwar kein Chef, aber ich fühle mich als solcher. Nein, du hast es ja genau richtig gesagt, sehr schön gesagt, wir haben sich wertgeschätzt. Gutes Betriebsklima und die Hierarchien sind klar, wie in jeder Firma, in jeder Agentur, in jeder Cross-Media-Agentur, die wir sind. Und wir haben ja, was wir bestimmt noch gleich erwähnen können, diverse Menschen, die dort arbeiten in ihren Rollen, aber das passt alles sehr gut. Meine Stadt, mein Sender, hier ist Radio Frankfurt, die Stunde Chef on Air läuft heute mit der Cross-Media-Agentur Stadtleben GmbH, der Mitgründer und Geschäftsführer Peter Kraus-Grill und Alexander Reichwein sind hier bei mir. Der Alexander ist zuständig für Marketing, Vertrieb und Redaktion. Sitz habt ihr in Wiesbaden? Genau. Und Berlin habe ich auf eurer Homepage. Richtig, also mich informiert, ja. Klar, die Hauptstadt gehört natürlich dazu, die wollten wir uns nicht entgehen lassen, aber auch der zweite Geschäftsführer, der jetzt heute nicht dabei ist, der Kai Kauermann, die Familie lebt dort, das heißt, es ist auch noch ein besonderer Bezug zu Berlin dort und das war einfach bei der Ausrichtung irgendwie klar, wir kommen hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, das ist ein wichtiger Fokus und dann war der nächste Fokus Berlin und auch generell organisch zu wachsen. Einfach. Und ihr wolltet einfach mal singen, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, vor allem meinem Geschäftspartner, großer Eintracht-Fan, da gehört das auf jeden Fall dazu. Der Alex winkt auch schon, wird da sicher auch noch was zu sagen. Du bist auch großer Eintracht-Fan? Wo kommst du her, Alex? Genau, also ich bin aus Limburg an der Lahn, eigentlich aus Hadamar, um genau zu sein. Dort lebt auch meine Familie und ich habe einen sehr engen Bezug nach wie vor dazu. Bin oft zu Hause bei der Familie, Eltern, Schwester, eigene Familie, Tanten, Onkels, Cousins, Cousinen und habe auch lange durch Sport eine enge Verbindung gehabt nach Hause. Lebe aber seit 1999 in Frankfurt, bin wegen des Studiums hierhin und bin dann hier geblieben, weil Frankfurt ist ja die Stadt in Deutschland, in der man leben und groß werden will. Hier will ich auch nicht mehr weg. Und zur Stadtleben GmbH bin ich 2013 gekommen. In der Tat auch über Kontakte, die man hatte. Und das hatte auch mit dem Fußball zu tun. Hast du bei der Eintracht gespielt früher? Nein. Dafür hat es nicht gereicht. Ich habe beim SV Rot-Weiß Hadamar gespielt. Ich bin jetzt in der Hessenliga, seit vielen, vielen Jahren. Aber als ich da noch spielte, spielten wir in einer anderen Liga noch. Und ganz erfolgreich war meine Karriere auf dem Platz nicht. Viele Freunde sagen, dass ich ein Fußballfachmann bin, wenn ich drüber schreibe. Ich schreibe auch über Fußball. Okay. Der Kai Kauermann, unser zweiter Geschäftsführer, der ist großer Eintracht-Fan. Der hat früher Auswärtsfahrten mit dem Bus organisiert für Fans aus dem Rheingau und aus Wiesbaden. Okay. Und wir gehen natürlich zu allen Heimspielen und auch zu vielen Auswärtsspielen. Waren auch in Berlin 2006, 2017, 2018. Haben auch den Pokal gewonnen sozusagen. Und von da gibt es da eine enge Verbindung nach Berlin, auch über den Fußball. Und ich habe das erwähnt, das hat natürlich jetzt nichts mit Stadtleben zu tun. Wir haben auch schon mit der Eintracht Sachen gemacht. Als die Eintracht S-Bahn eingeweiht wurde, diese Pokalsieger-S-Bahn vom RMV, hat der Peter durch sein Netzwerk damals auch ein Fotograf Auftrag bekommen und dann sind wir dahin und ich habe die Gelegenheit genutzt, dann mit dem Alex Schur, den ich kenne, und mit dem Bernd Hölzenbein, unserem Weltmeister, dann auch ein kleines Interview zu machen und Fotos zu machen, um dann das Ganze quasi auch für Stadtleben attraktiv zu machen mit einem kleinen Artikel und mit ein paar Bildern. Damals im August 2018 war das, glaube ich, nach dem Pokalsieg. Und ich selbst mache eine Interviewreihe mit ehemaligen Eintracht Größen, also sowohl Trainern als auch Präsidenten als auch Spielern.
Das mache ich für ein Fußballportal, FLW24. Das steht für Fußball Limburg und Weilburg. Das ist der Landkreis, ne, aus dem ich ursprünglich komme. Ja. Das sind tolle Leute, die dieses Portal nebenberuflich machen, um dort über Fußball zu berichten. Mhm. Und diese Eintracht-Reihe, ich habe gestern mit den beiden Trainern der Damenmannschaft gesprochen, mit dem Nikos und dem Christos Anautis. Und das wächst langsam. Ich habe mit Peter Fischer schon gesprochen und mit anderen. Ja, kann ich mir auch zu wabbeln. Ne? Man merkt ja, du bist verantwortlich für Content bei Stadtleben. Von daher hat die Eintracht auch eine große Rolle. Aber jetzt zurück zum Thema. Perfekt, nein, es ist alles super, aber ich höre dir sehr, sehr gerne. Wenn man den Alex die Sprache gibt, dann hört er nicht mehr auf. Das ist ganz klar. Er ist verantwortlich mit für Content, hat er schon gesagt. Und das macht er sehr, sehr gut hier. Das könnte ich auch zurückgeben, er ist ja auch pädagogisch tätig und insofern muss er auch reden können vor den Studenten sozusagen, aber vielleicht kann er dazu später noch was erzählen, sonst ob er so viel Zeit hat, weiß ich jetzt nicht. Gut zu dir, wo kommst du her? Ich komme aus Wiesbaden auch ursprünglich und habe mich natürlich hier auch in Frankfurt wiedergefunden. Mhm. Und Wie kommst du zum Frankfurt-Bezug? Ich meine, Wiesbaden und Berlin sind zwei schöne Städte, aber die schönste ist natürlich Frankfurt und natürlich. Da haben wir natürlich auch mit Stadtleben einen sehr großen Bezug. Wie sieht es mit dem aus? Mehrschichtigen Bezug natürlich irgendwo. Erstens in meiner Jugend bin ich auch oft nach Frankfurt gekommen zum Ausgehen, Feiern. Da war dann gegebenenfalls ein bisschen mehr los als in Wiesbaden, wobei Wiesbaden damals auch ein bisschen anders war, aber jedenfalls das eine und das andere natürlich durch Stadtleben selbst viel unterwegs gewesen, Freundeskreis, Kundenkreis und auch die Liebe unter anderem hat einem dann nach Frankfurt gebracht und allein die Stadt an sich, schön kompakter Stadtkern, ich meine, das hört man ja immer wieder, wenn Leute sagen, warum Frankfurt, große kulturelle Auswahl und man fühlt sich einfach wohl. Ja. Das sagen alle, die Frankfurt kennen. Frankfurt ist bunt, hier fühlt man sich wohl und wir haben sehr, sehr viel zu bieten. Schön, dass ihr meine Gäste seid heute hier bei Stadt on Air. Guck mal, ihr habt mich schon total infiziert. Ja, wir haben dich. Ja. Stadtleben on Air heißt jetzt diese. Wir hatten durchaus auch mal einen ähnlichen Slogan, Deine Stadt, dein Leben, den wir zeitweise verwendet haben. Der war ja recht ähnlich mit dem hier. Meine Stadt, mein Sender. Richtig. Ist Frankfurt, insofern, ne? Bald Chef haben wir dich. Ja. Ihr habt mich doch jetzt schon, Mensch. Der Chef on Air, Radio Frankfurt, verschönert Ihre Mittagspause. Heute mit der Cross-Media-Agentur Stadtleben GmbH mit dem Peter Krausgrill und Alexander Reichwein. Ich habe gelernt, beim Alex darf ich das Wort Eintracht nicht mehr erwähnen, sonst kommt er aus dem Schwärmen und redet nicht mehr raus. Kommen wir jetzt erstmal zu eurer Agentur und zu euren Internetauftritten. Und wir haben eben schon über den Frankfurt-Bezug gesprochen. Natürlich, dass es eine geile Stadt ist, aber ihr habt natürlich auch ein Portal für Frankfurt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also man findet bei uns quasi für jede Stadt in Deutschland eine Landingpage und besonders die Rhein-Main, wie ich schon gesagt habe, die liegen uns sowieso am Herzen. Da gibt es eine Redaktion dahinter und die schaut natürlich, was für Themen, was für eine Gastronomie etc. soll vorgestellt werden, welche Veranstaltungen oder wo macht man Fotos. Ja. Stadtleben, wenn ich Stadtleben höre und kenne, dann denke ich meist natürlich, die machen Tipps, haben Tipps für mich, Gastro und natürlich Ausgeh-Tipps, Konzerte und so weiter, aber auch der viel mehr. Was macht ihr denn alles? Was für Standbeine habt ihr mit Stadtleben? So, jetzt hast du mich aber... Jetzt muss ich mal rattern. Alex, du kannst derweil aufs Klo gehen. Oder so. Nein, im Endeffekt sind wir ein Stadtportal mit angebundener Cross-Media-Agentur. Macht ja auch Sinn. Man hat eine gewisse Außenpräsenz und man ist dadurch auch stark im Marketing. Also wir machen sowohl Social-Media-Betreuung für Autohäuser etc. Also ganz unterschiedlich. Also Agenturgeschäft einfach. Auch kleine Webauftritte. Fotografie natürlich nicht nur für die Berichterstattung, sondern auch gebucht als Dienstleistung. Und ja, das ist so ein Teil davon, veranstalten natürlich auch Events. Wir haben quasi eine dicht angeschlossene Firma im Eventbereich, machen da Streetfood-Festivals, Firmenveranstaltungen. Also man sieht, es bleibt alles in einem ähnlichen Lager. Man kennt sich mit Marketing aus und Außenwirkung, hat da natürlich ein gutes Netzwerk, nette Radiosender, mit denen man zusammenarbeitet. Und insofern sind wir da, glaube ich, ein kompetenter Ansprechpartner. Ihr hattet sogar mal einen Radiosender, gell? Ja, hat er sich gemerkt. Wunderbar. In der Tat, wir probieren uns natürlich auch in verschiedenen Bereichen immer wieder aus, wenn wir sehen, da ist ein Trend oder da ist eine Möglichkeit. Wir haben so Wheel of House FM, hieß der Sender, haben dort quasi rund um die Uhr House-Sets gespielt. Auch zu das der war Zeit. Dir ein Bedürfnis. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich mag es natürlich elektronisch nicht nur und
Das war auch mein erster Bezug zu Frankfurt vielleicht an der Stelle. Naja, Techno-Hauptstadt gewesen. Ja, genau. Damals, also oben so damals, richtig. Ja. Dort war ich gerne Gast. Ja. Und insofern war das ein Thema, das wir angegangen sind. Und was sich vielleicht auch an manchen Stellen dann wieder in Frankfurt gefunden hat, als wir dort diverse Jahresfeiern gemacht haben. Mhm. Also im U60 3F haben wir dann eine Wheel of House Jubiläumsfeier gemacht. Im Cocoon Club haben wir unser 10-jähriges gefeiert, bevor er leider geschlossen wurde. Mhm. Und dann im Gibson mit dem Disco Boys sogar auch unser 13-jähriges gefeiert. Wow. Also Frankfurt ist allgegenwärtig. Das finde ich super, super klasse. Alex, du bist zuständig für Marketing und Vertrieb und auch die Redaktion. Und du bist der Spezialist für lecker Essen und Trinken, gell? Ja, also der Peter hat es erwähnt, wir haben ja für jede Stadt eine Landingpage und wir selbst kümmern uns um den Content in Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Frankfurt und im Rheingau. Der Rheingau ist natürlich attraktiv, ne, wegen dem Wein und wegen Geisenheim als Fachhochschule für Weinbau. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Und das muss man sich so vorstellen, wenn jemand neu in Frankfurt ist, dann sucht er oder sie ja. Ne, wo kann ich Apfelwein trinken, wo kann ich Wein trinken, wo kann ich frühstücken gehen, ich besuche vielleicht am Wochenende. Und wir sind dann, und speziell ich mit meinem Team dafür verantwortlich, dass man auf unserem Portal, aber auch über Google, wenn man das eingibt, ne, Frühstücken in Frankfurt, unsere Guides findet. Ne, unsere Tipps, Guides heißt, dass wir themenspezifisch dann immer Gastronomie vorstellen mit Bild und Text, die wir selbst produzieren, die Texte und die Bilder holen wir uns natürlich bei den Partnern und dann stellen wir zum Beispiel 10 Locations vor in Frankfurt, in denen man frühstücken und brunchen kann und wir versuchen das dann so auf die Stadthalle zu verteilen und auch coole Läden reinzunehmen, natürlich auch immer so ein bisschen abhängig von den Partnern, ob die das machen wollen, ne, weil damit wir natürlich unser Geld verdienen und das haben wir für diverse Themen im Bereich Gastronomie, Essen und Trinken und darüber hinaus macht der Peter, wie gesagt, ja auch Auftragsfotografie, ne, wenn das Sofitel Opera irgendwie die Zimmer oder die neue Lobby oder das neue Lokal, die neue Rooftop-Bar vorstellen will, dann gibt es eigentlich niemanden, der das besser in Szene setzen kann als der Peter mit der Stadtleben.media, ne, einer unserer drei Standbeine Agentur, die dann für Fotografie zuständig ist. Und so kümmern wir uns in Frankfurt, aber eben, wie du gesagt hast, nicht nur um Gastronomie. Wir stellen also auch Kultur- und Kunstveranstaltungen vor, Musikevents, wenn Gruppen wieder spielen können. Wir stellen alles rund um die Löwen Frankfurt vor, Eishockey. Mhm. Und wir stellen natürlich auch alles vor, was von unseren zukünftigen Kunden und Partnern gewünscht wird. Es gibt ein paar Sachen, die wir ausschließen. Aber ansonsten wollen wir den Leuten sagen, was in Frankfurt los ist. So heißt ja unser Motto. Wissen, was los ist. Perfekt. Stadtleben GmbH im Internet zu finden. Unter anderem unter stadtleben.biz und natürlich unter stadtleben.de. Diese Stunde meine Gäste hier bei Chef on Air auf Radio Frankfurt. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Heute mit der Cross-Media-Agentur Stadtleben GmbH mit dem Peter Kraus-Grill und dem Alexander Reich. Ich meine, wir haben schon viel über euer Business erfahren, haben noch eine halbe Stunde, wo wir noch drüber babbeln wollen. Aber was ich auch bei euch auf der Homepage gelesen habe, ihr seid mehrfacher Preisträger der Goldenen Lilie. Wofür? Was ist das? Und warum seid ihr ausgezeichnet worden? Die Goldene Lilie ist ein Preis für soziales Engagement oder Engagement in der Stadt. Ja. Im Endeffekt, wo man Hilfe leistet. Und das ist dann auch sehr vielschichtig. Man schaut halt auch immer, wo man unterstützen kann, ob es jetzt mit medialer Leistung ist oder auch mal mit Manpower. Da gibt es Projekte wie Wiesbaden engagiert jetzt in dem Fall, wo ich jetzt persönlich sogar dieses Jahr wieder am Start war und Fotos gemacht habe. Da gibt es die Hilfsprojekte, dann ist dann halt hier die Nassauer Sparkasse oder andere Unternehmen, die helfen dann Jugendlichen bei einer Aufgabe, einem Projekt oder da wird was Neues gezimmert und gebaut. Und das sollte natürlich auch dokumentiert werden, tu Gutes und rede darüber oder zeige es. Und das ist dann halt sehr vielschichtig, wie man unterstützen kann und das wird dann immer von der Jury gekürt und da waren wir schon öfter dabei. Finde ich ganz große Klasse und finde es auf jeden Fall erwähnenswert. Die Stadtleben GmbH natürlich im Internet zu finden unter stadtleben.biz, stadtleben.de natürlich auch mit dem Frankfurt-Portal auf Instagram zu finden und auf Facebook sowieso. Klickt mal rein und hört mal hin. Peter Krausgrill und Alexander Reichwein sind hier bei mir von der Stadtleben GmbH. Ihr habt natürlich die Portale im Internet, natürlich auch Frankfurt-Portal, ganz klar. Events, Fotografie, Webdesign. Du bist auch ITler, ne? Bist auch genau. Ich bin Diplom-Informatiker und habe das quasi auch gelernt, also war sehr früh mit dabei in dem Thema und dann ging eins zum anderen und also
von vorne Agenturgeschäft gewesen, ganz normal als externer ITler. Mhm. Hab, das kann man vielleicht sogar sagen, ein größeres Projekt vor dem eigenen Projekt gemacht. Mhm. Das Werk AG sagt vielleicht manchen was, große Produktionsfirma. Da habe ich die Seite mitentwickelt und dann irgendwann ging es Richtung Selbstständigkeit zu gucken und da war gerade eine Lücke oder die Idee, Stadtportal war damals noch nicht so verbreitet. Mhm. Und dann, ja. Wann war das? Das war 2002, also wir sind jetzt fast 20 Jahre am Start. Oh, wird gefeiert nächstes Jahr. Richtig, da müssen wir mal schauen, was wir hier in Frankfurt machen. Bau das oben wieder auf oder so. Oder mietet doch mal einen Cocoon-Club nochmal zwischendurch. Mal gucken, oder in dem neuen Gibson Beach Club, der gestern Abend eröffnet hat. War der schon dort oder was? Genau, ich war natürlich berichterstattend mit Kamera da. Sehr schön geworden, habe ich Matsche auch gesagt. Also das hat Potenzial mit dem Setting. Warst du dabei, Alex? Hast du schon was gegessen und getrunken dort, um den Leuten Tipps zu geben? Ich war gestern Abend nicht dabei, weil ich ein Eintracht-Video gemacht habe, ein Interview, aber darüber rede ich jetzt nicht. Genau, nein. Ja. Aber bei so Events sind wir natürlich immer. Ja. Wir machen auch zum Beispiel mit dem Hassan Anouri das ein oder andere, glaube ich, allen etwas sagt im Rahmen seiner sozialen Projekte und seines sozialen Engagements, aber auch wenn im Noah etwas ist und jetzt auch bald steht was Großes an, er hat das ja schon auf Facebook gepostet, da wird ein neuer Song und ein Video, an dem wir auch indirekt mitgewirkt haben, also ich war für die Pressekooperation zuständig im Frühjahr, als dieses Wir sind alles Frankfurter, wo ja auch die Ronny mitgewirkt hat, als wir das gemacht haben, also solche Sachen machen wir eben auch, das heißt, wir gucken nicht nur, dass wir Geld verdienen, ich meine, das müssen wir, klar, wir haben eine Verantwortung auch gegenüber unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, vor allem die Geschäftsführung hat das. Aber wir machen natürlich auch Sachen, die wirklich was für Frankfurt darstellen oder für Wiesbaden oder für Mainz oder für den Rheingau oder für Darmstadt. Aber um auf Frankfurt nochmal zu sprechen, also wir wollen ja nicht nur berichten, was los ist und wir wollen den Leuten nicht nur sagen, wo man hingehen kann und wo man Entspannung findet und Abwechslung, sondern wir wollen auch was für Frankfurt machen. Sehr, sehr schön. Was für Projekte stehen sonst noch an so in Zukunft bei euch? Gibt es noch Neuigkeiten? Weil ihr habt ja saumäßig viel schon auf Lager, aber was wird in Zukunft von euch zu erwarten sein? Gute Frage. Also ich meine, wir gehen natürlich irgendwo immer mit der Zeit, wie Alex schon erwähnt hat, diese unsere Guides ist eigentlich so das nächste Thema gewesen. Das hat sich ja alles entwickelt. Starke Sichtbarkeit bei Google, was uns recht stolz macht und auch Teil unseres Business ist. Ja, was bringt die Zukunft? Also im Endeffekt muss man natürlich schauen. Ich will jetzt gucken, aber hast du Wünsche zumindest? Also wenn jetzt nichts in der Pipeline ist, aber was stellst du dir selber vor? Wenn nicht geschäftlich, wenn schon alles super läuft, natürlich alles geil. Wie sieht es privat aus? Gibt es da Wünsche für die Zukunft? Ja, natürlich. Also ich will jetzt das Pandemie-Thema nicht einbringen. Ne? Das ist, aber genauso, klar, im Endeffekt, dass man irgendwo zufrieden in die Zukunft gehen kann. Fotografie ist, wie gesagt, eine große Leidenschaft, hat man schon rausgehört. Da entwickelt man sich auch stetig weiter. Ich reise gerne. Das ist ein Thema, was natürlich jetzt langsam mal wieder möglich war, wo ich dann auch gerne mal wieder die Welt entdecken würde, was ich auch schon viel getan habe. Aber was ist die nächste Wunschdestination? Oh, also Südamerika, Peru vielleicht, das wäre mal ein Wunsch. Ich war da in der Ecke generell schon oft. Südafrika war ich gerade vor der Pandemie, das war super schön, da würde ich auch wieder hingehen. Voll geil, ich auch, also Hammer, also gerade auch also so wechselhaft alles dort. Ja, ja, ja. Sehr schön. Du kommst irgendwie von einem Land ins andere. Genau, ganz anderes Umfeld. Du bist auf einmal in den Bergen oder in den Weinbergen. Ich so, ich bin immer noch in Südafrika, was ist denn hier los? Genau, und auch die Leute super offen, super freundlich. Man hat ja so ein Stereotyp im Kopf, was man alles irgendwo hört, was ganz schlimm ist und so weiter. Ich meine, klar, gibt's auch, aber wenn man dann vor Ort ist und das alles so wahrnimmt, also richtig geil. Alex, was sind deine Wünsche für die Zukunft? Also ich wünsche mir, dass in unserem Kerngeschäft Gastronomie-Präsentation viele, viele das Ganze überstehen und dass es neue Gastronomie gibt, neue Eröffnungen gibt. Thema Restart, ne? Restart, genau. Dass wir quasi weiter unserem Kerngeschäft nachgehen können, dass es Events gibt, die wir fotografieren können, dass wir mit den Löwen zusammen im Eisstadion mit Fans zusammen sein können. Das fotografieren wir ja auch, nur um da die Stimmung einzufangen. Und ohne Zuschauer gibt es keine Stimmung. Ja. Persönlich wünsche ich mir einfach, dass wir sowas, was wir jetzt hatten, so eine Krise, dass wir das genauso meistern, wie wir diese Krise jetzt hier gemeistert haben. Darüber wollen wir jetzt nicht sprechen, das haben wir an anderen Stellen schon getan, aber das war auch ein Lerneffekt, dass man sowas überleben kann, überstehen kann, als Agentur, als Mensch, als Familie, als Freundeskreis. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich weiß, dass es einige nicht schaffen werden oder geschafft haben, aber viele schaffen es.
Und ja, man hat vielleicht auch ein bisschen gesehen, dass man ein bisschen demütig und ein bisschen auch zufrieden sein sollte. Ne? Man will immer wachsen, man will immer größer werden, mehr Reichweite erzielen, mehr Klicks haben. Man schaut immer auf das, was man nicht hat. Man schaut immer dabei auf das zu schauen, was man hat. Ne? Genau, und dann kommt so etwas und wir wissen ja nicht, was so die Zukunft bringt. Ich bin sehr optimistisch, auch gerade im Blick auf die Kinder in der Familie. Aber ich wünsche mir einfach, dass wir, wenn sowas nochmal kommt, eine Krise, dass wir das genauso als Gesellschaft meistern wie jetzt diese Krise. Und von daher habe ich eigentlich gar nicht so viele Wünsche. Ich glaube, die Wünsche teilen fast alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. An sich ein zufriedener Mensch. Jetzt seid ihr zwei stellvertretend natürlich für viele hier von der Stadtleben GmbH. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr? Und zum Schluss nochmal Grüße an die, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Schöne Grüße ans Büro an der Stelle. Mhm. Ich hoffe, es hört jemand zu. Die müssen arbeiten. Ja, ja. Gut, das ist ja Arbeitsauftrag. Ja, genau. Ja gut, wir sind im Endeffekt so... Also es wechselt natürlich immer mal saisonal bedingt 20 Mitarbeiter, die jetzt auch dezentral oft arbeiten und ja, also wir suchen natürlich auch ständig Auszubildende und Mitarbeiterinnen. Richtig. Genau, gut, dass wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Motivierte Mitarbeiter. Da gab es auch schon sehr interessante Historien, also Leute, die engagiert an die Sache rangehen, die erreichen immer was, da bin ich fest von überzeugt. Ja. Vielleicht an der Stelle ein kleinen Einblick. Wir hatten mal einen sehr engagierten Azubi im Bereich TV-Produktion. Da haben wir, was weiß ich, TV-Formate für Mazda produziert, für Facebook und so. Und der ist dann jetzt auch bei Galileo in der Produktion gelandet danach. Mhm. Und immer noch ein sehr netter Kerl, mit dem ab und zu noch Kontakt herrscht. Ist das der Jürgen Zenglein? Nee. Nein. Nee, das ist ja, der moderiert nämlich auch Tigerentenclub und so weiter. Auch ein alter Bekannter von mir. Wäre jetzt ein Witz gewesen. Nee, Joshua heißt er. Ah, fast. Ja. Sehr schön, dass ihr meine Gäste wart. Alles Gute für die Zukunft. Die Stadtleben GmbH im Internet zu finden unter stadtleben.biz. Natürlich unter stadtleben.de mit dem Frankfurt Portal, Instagram und Facebook auf keinen Fall vergessen, dort aufzutauchen und die Jungs hier zu liken. Schön, dass ihr meine Gäste wart. Gerne.